Nina Schicks depressionskranker Vater nahm sich das Leben. Jahrzehnte später stößt die Journalistin auf eine Spur. Ich habe zufällig beim Stöbern in Schubladen, wo ich Nachlasssachen aufbewahrt habe, von meinem Vater und seiner Mutter zwei alte Postkarten gefunden. Gezeichnet von Leon, einem katholischen Priester, Leiter einer Jugendfreizeit, an der Nina Schicks Vater teilgenommen hatte. Dieser Mensch hat offensichtlich meinen 13, 14 Jahre alten Vater 5 Wochen in seiner Obhut und sagt, er hätte ihn sehr gerne geschrieben, aber ich habe es ihm für die nächsten 5 Wochen verboten. Was steckt hinter diesem Übergriff? Wurde der Vater sexuell missbraucht? Auch eine von ihm gestaltete Collage deutet darauf hin. Meine Mutter hat den Verdacht als erste geäußert und dann bin ich einfach den Postkarten nachgegangen. Ihre Recherche beschreibt Nina Schick in der Reportage Unterm Kreuz für das SZ-Magazin. Das war einfach ein ganz tiefes Verstehen wollen. Unterstützung erfährt sie von einem Karlsruher Pfarrer, der unglaublich hilfreich war und heraussticht gegenüber allen anderen Menschen aus dem Kirchenbereich, denen ich begegnet bin. Der Weihbischof in Mainz empfängt sie, jedoch sie haben so getan, als ob es über den nicht mehr viel zu sagen, nicht mehr viel rauszufinden gäbe. Ein Leben lang ist der Priester in der Jugendarbeit tätig, unbehelligt. Nina Schick holt den Mann aus der Anonymität. Leser melden sich. Es waren Leute dabei, die selbst Missbrauchserfahrungen ganz offensichtlich hatten und mir geschrieben haben, sie haben da 1:1 mein Leben aufgeschrieben.